Nach einigen wunderschönen Tagen in Stavoren soll es jetzt so langsam mal wieder zurück nach Lemmer gehen. Meine neue Freundin kann leider nicht mitkommen. Meinen Plan, zurück über das Eiselmeer zu segeln, habe ich aufgegeben, weil absolute Windstille herrscht, leider auch noch die nächsten Tage. Also entscheide ich mich für den Weg binnen über die Kanäle und Seen Frieslands. Diese Route hat auch ihren Reiz und ich habe geplant, Zwischenstopps mit Übernachtungen in Heeg, Bautzen und Sloten zu machen. Der Weg führt durch den Johan-Friso-Kanal und durch die Seenlandschaft de Morra und de Flüssen bis ins Heeger Meer. Hier noch einmal ein Blick auf die Hochlandpumpstation und die Johan-Friso-Schleuse mit ihren zwei Kammern. Auf den ersten Kilometern werden wir etliche Yachthäfen passieren. Ein nicht ganz untypisches Bild für Friesland als Wassersportrevier. Hier kann man deutlich sehen, dass kein Lüftchen weht, spiegelglatt die Wasseroberfläche. We got.
Der Passantenhafen Hechawal wird von der Stiftung Watersport Hech betrieben und wurde 2015/16 vollständig modernisiert. Heute bietet er genügend Platz für über 100 Yachten bis zu 50 Meter Länge. Der Hafen verfügt über alle üblichen Einrichtungen wie Strom und Wasser an den Liegeplätzen, Duschen, WC und Waschraum. Ein kostenloses und, wie ich selber testen konnte, gut funktionierendes Wi-Fi ist im gesamten Hafenbereich verfügbar. Dank der guten Betreuung durch den Hafenmeister ist die gesamte Anlage immer in einem sehr guten Zustand. Der Ortskern von Heer ist fußläufig leicht zu erreichen. Bei dem gut sortierten maritimen Ausrüster bekommt man so ziemlich alles.
Heer ist eine Wassersportmetropole mit entsprechend vielen Yachthäfen. Der Yachthafen Eendracht ist einer davon. Heute geht es weiter über das Heerer Meer nach Bautzens. Auch als Einhandsegler, der bei viel Wind wie gerade jetzt schon mal beim Anlegen alle Hände voll zu tun hat, verhalte ich mich vorbildlich, indem ich erstmal am Anmeldesteiger festmache. Im Büro wird mir dann der endgültige Liegeplatz zugeteilt. So, mein letzter für dieses Jahr. 4 Tage bleibe ich jetzt hier in Bautzen. Der Ort Bautzen ist in unmittelbarer Nähe mit guten Restaurants, Cafés, einem Supermarkt und vielen kleinen Läden. Der Yachthafen Dracken wird schon viele Jahre mit der blauen Flagge ausgezeichnet. Das sagt eigentlich schon alles über die Qualität der Einrichtungen, dem Umweltschutz und der Sicherheit aus. Heute war Festtag in Bautzen. Thank you.
dieser Mühle kann man heute noch erleben, wie in der Vergangenheit nur mit der Kraft des Windes das Holz bearbeitet wurde. In der Nacht gab es dann noch ein Gewitter. Glücklicherweise zog es in großer Höhe schnell weiter. Der letzte Morgen in Bautzens. Teilweise war es sehr kalt und es hat auch geregnet. Aber heute, Mittwoch, 29. September, scheint die Sonne. Da habe ich Glück gehabt. Das ist ein schöner Abschluss für die Woche hier in Bautzens. Heute geht es mit einem Zwischenstopp in Sloten weiter nach Lemmer. Heute geht's weiter nach Lemmer. Endlich mal gute Segelbedingungen. Über Lemmer gibt es viel zu zeigen und zu berichten. Das mache ich mal in einem Extra-Video.